Brauchen beides, kann ich immer abwechselnd machen. Okay, Feuersteine haben wir jetzt schon einiges da und... Also hinter uns mache ich die Bäume auch kaputt, gell? Hinter ja, ja. unserer Base. Genau die dahinter, weil jetzt ist sie komplett außenrum hochgebaut. Der scheiß Affe, Alter. Jetzt spielt es keine Rolle danach mehr. Mal killen. Ich habe auch überlegt, dass ich jetzt mehr holen kann. Wenn ich jetzt gleich voll bin, dann gehe ich abladen und tue alles raus, außer meine Hacke und mein Pickhacke und Pfeil. Sonst ja, ich alles raus. Zwei Speere sollte ich vielleicht mitnehmen. Nö, wenn ich tot bin, bin ich tot. Ja, okay, solange du in der Nähe von der Base bist, kannst du eigentlich wegrennen. Alter, wir haben nur 6-mal Metall? What the fuck? Wir so wenig bekommen die letzte Zeit. Ja, wir haben ja keinen Stein mehr gesammelt. Ja, aber trotzdem. Wie viele von den Stimberries wir da jetzt mittlerweile schon drin haben in dem Ding. Also mich würde es jetzt nicht wundern, jetzt ist Sonnenaufgang, dass die jetzt kommen. Ja, wenn sie kommen, dann kommen sie. Die innere Tür hast du offen gelassen. Was? Ja. Ja, bist schon drinne. Ja, super. Super, wo habe ich jetzt noch Steine? Ich bock jetzt schon runter ins Wasser zu rennen. Also alleine 10-mal Metall brauche ich für die Werkbank, weil es zwei Metall wird, zwei Dingern wird glaube ich immer ein Metall nachher. Also einen Barren. Ja. Bist du oben? Jo. Okay, weil da auf einmal wieder Steine fliegen, wie bescheuert. Das ist voll behindert gemacht. Ja, das ist zu übertrieben. Wie gesagt, es kommt einem vor, als wenn da einer mit Dynamit alles in die Luft jagt. So müsste es aussehen, wenn man mit dem Raketenwerfer drauf schießt. Oder mit der C4. Hast du Feuersteine schon? Ja. Bist du oben auf dem Berg? Ja. Komm mal, warte, ich komm mal hoch. Ich brauche Feuersteine. Um mein Ding wieder ganz zu machen. Gib mal gleich 10 Stück. Danke. Was brauche ich da jetzt noch? Stroh. Was tust du gerade machen?
Ja, mein Ach, Ding deine wieder Dinger. ganz machen. Naja. Da ja auch mal gemacht, wenn ich rausgelaufen bin, gleich zwei Bäume mit der Spitzhacke, zwei Bäume mit der Axt. Und dann habe ich, wie erst erstmal kurz einen Stein kaputt geklopft und schon hast du eigentlich alles für die Dinger. Ja, bei jedem fünften oder sechsten Stein, Alter, kriegt man einmal Metall. Gut läuft. Ich wette, nachher kriegen wir mal genauso viel Metall, dass man die Spitzhacke, die kaputt gegangen ist, genau wiederherstellen kann. Ha. Ach nö, nicht schon wieder so ein Scheißvieh, Alter. Was? Eine Fliege oder so ein Ding. Nein, so ein kleines hässliches Vieh, Alter. Ach ja. Kompis. Weil sie so ein Scheiß entwickelt hat. Ich fand die Viecher immer so geil, Alter, diese Mini-Raptoren, wo sie im Film da Jurassic Park waren. Den einfach mal zerfetzt haben. Ja, ich habe nachher 20 mal Metall, aber 2000 Steine. Boah, Alter, in der Sonne sah das gerade aus, der eine Busch da hinten oder der Dino, was das ist, als wenn da jemand vor unserer Base steht. Gegen die Sonne zu gucken ist voll behindert. Ist aber ja geil gemacht, so die Lichteffekte. Klar. Hast du jetzt eigentlich mal reingeschrieben? Ja, aber okay, kommt gar nichts. Bah, 7-mal Metall. Lass mein Holz in Ruhe, gell? Ich mach doch immer nur Zeug rein. Gut. Zwei Fleisch, wo soll ich die hinpacken? Beim Dodo? Ja, oder, pack oder Dilo rein. Oder Dilo geben. Nee, pack die in Dodo rein. Dilos haben eigentlich erstmal genug. Hat er? Nahrung, Leben. Komm, den machen wir jetzt erstmal auf 200 Damage. Also ich bin mal unten am Strand. Gott, kriegen wir so das ganze Zeug überhaupt hier irgendwie rein, Alter? Was? Was wir bauen? Mit Ofen und was weiß ich. Ach, in die Base, meinst du? Ja. Ja, klar. Und zur Not macht man einfach ein Doppelding.
Dann tut man oben drüber nochmal eine Decke ziehen, an einer gewissen Stelle, über den Betten oder sowas und mit einer Rampe hoch. Ist ja alles kein Thema. Da schreibt einer: Schwalbe, hilfst du uns morgen, die zu zerstören? Um wen geht es denn? Wenn jetzt unser Name kommen würde, dann weiß ich, dann packe ich zusammen, Alter. Ach, Monkeys. Also zweimal Metall brauche ich jetzt zumindest noch, damit ich wenigstens mal diese scheiß Werkbank habe. Wie sieht's bei dir aus mit Level Up? Weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Ich baue jetzt gleich noch Holzwände. Dass wir das Tor weiter erweitern können. Und ein Tor baue ich noch. Holz brauchen wir trotzdem dann erstmal ohne Ende bei Foundations. Na, ich weiß.
Einmal Metall. Alter, ich bin so schwer. Warte mal. 6,3 Kilo könnte ich noch zunehmen, bis ich gar nicht mehr laufen kann. Ja. Und jetzt bin ich schon Minimalschritt, Alter. Geht mir aber auch nicht anders, wenn ich jetzt gleich zurücklaufe. Ja, Mann, endlich. Ich hab's Metall. Und 166 Holz. Schon mal zusammen. Aber trotzdem gleich erstmal schön weitermachen. Die Spitzhacke brauchen wir ja wohl auch. Ah, jetzt wächst was. Wo? Oh, in dem Ding? Ja, Mann. Ja. Guck mal rein. Muss halt auch mal gucken, was dran steht. Wasser und sowas alles. Weil wenn nicht, dann bringe ich gleich Wasser mit. Ja, dann bring mal Wasser mit. Oder nee, ist nur noch 141 von 200. Okay, passt. Aber 3 Pauseeffekt ist halt immer noch bei 0%. Naja. Aber mich würde es halt mal interessieren, ob trotzdem was wächst oder ob was dann halt du einfach da nur eine weniger Pflanze wächst. Drinne? Narcoberries. Was steht denn das? Ah, doch, da unten. Beet Narcoberries Saum. Ganz klein. Was? Was ganz kleines Grünes oder was? Ja. Ja, okay, das war schon die ganze Zeit. Bei mir. Ja. Ja. Ach, deswegen, es geht halt nur darum, ob halt wirklich jetzt mal dann Narcoberries drin sind oder nicht, weil bei uns war es auch. Da habe ich dann geguckt, die ganze Zeit war nichts und auf einmal stand dann nicht mehr dieses Seeding oder irgendwas drin. Oder da steht ja, Pflanzlinge oder sowas, irgendwas drin. Und wo das weg war, fing es auf einmal an, dass immer mehr Narcoberries gekommen sind. Und war alle 10 Minuten waren irgendwie 5 Stück oder so drin. Das war aber der große. Deswegen. Ich schätze mal, man müsste eine Wasserleitung wirklich dahin bauen, dass die drüber ist. Also mal schön Wasser hat und dann was Kleines Separates. Deswegen. Metallzeug habe ich jetzt alles. Als nächstes werde ich mal diese Wasserrohre benutzen oder skillen. Dann werde ich mal die Wasserleitung reparieren. Weil die ist fast komplett, da fehlen nur gewisse Dinge. Dann sollte ich die vielleicht noch bis an uns ans Haus machen, oder? Ja, aber erstmal da, wo das Ding ist, da würde ich dann, wie erst von da aus, baue ich die dann schon zu unserem Haus, aber genau da drunter würde ich dann auch erstmal schon mal einfach das Ding hinstellen. Ein kleines Gewächshaus hinmachen. Ich mache jetzt erstmal alles das Zeug immer vorne in den ersten Schrank, das müssen wir dann später mal sortieren. Sonst bin ich immer zu lange in der Base. Ja, so geht's mir auch. Wenn das Ding voll ist, kann das einer kurz machen. Naja, das ist ja kein Thema. Oder zu zweit dann später kurz. Sieht man eigentlich, wie viele Spieler hier gerade spielen? Nein, das ist ja das, was ich meinte. Die Funktion fehlt mir einfach ein bisschen. Einzige, wo du das gucken kannst, selber, wenn du mal auf den Desktop in Steam reingehst. Lol, du hast dich selbst getötet, verarschen? Ich bin runter, bin an einem Baum hängen geblieben,
hau einmal gegen den Baum selbst getötet. Okay, ich wollte nämlich schon sagen, Alter, nicht, dass da irgendeiner war. Nee, aber voll geil. Geiler Witz. In den Baum drinne gehangen, Alter, dann holt man sich da raus und... Weißt du, wo das war? Ja, das war gleich da vorne an der Klippe. Solange mein Zeug jetzt nicht weggebackt ist, ist alles okay. Okay, viel hatte ich eh nicht bei zum Glück. Ja. Hier, da bin ich. Nehm alles. Weg, weg, weg. Okay, und wieder voll einsatzbereit. Erstmal dran steht, Alter, du hast dich selbst getötet. Wie geht es bitte? Lol, hängt der Server? Ja. Oh Mann. Ich runter und hau mir selber gegen die Beine oder wie? Ja, ich werde irgendwie weiter, ein bisschen weiter oben in dem Baum drinne gesteckt haben und dann wahrscheinlich wird es mich irgendwie in den Boden einmal zu stark reingedrückt haben oder irgendwas. Mal kurz bei dir wegen Level ab. Ja, das ist nicht so viel höher gegangen. Ich baue jetzt aber Sachen, vielleicht geht's dann. Ja. Hab auch gesehen, gerade wie es in der Tabelle, was halt nützlich ist, da siehst du, durch was du wie viele EP kriegst. Zum Beispiel 30 EP, wenn du nachher selber eine Granate erstellst. Also das sind nachher Sachen wie Schwerter und sowas, wo das Game dann weiß, okay, 40 mal Metall oder sowas, da kriegst du halt ordentlich EP. Alter. Lol, hier ist ein Rochen. Ein Rochen? Kevin. Ja, Mann. Lol. Wo bist du denn? Manta-Rochen, Alter. Ich bin unten, ich schwimme gerade darüber zur anderen Insel, weil ich bin Level up. Ich hab gerade voll gebackt. Geil, Alter, wie das Ding aussieht. Mal töten. Oh, er kann fliegen. Guck's dir an, Alter. Guck mal. Alter, warum sehe ich jetzt auf einmal Dinge? Okay, vielleicht gestern der Patch. Dass es jetzt reingekommen ist und dass das Zeug jetzt so dann langsam nach und nach spawnt. Ja, Mann, wie der aussieht, voll geil. Wie der Bär, Alter, ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte am Anfang, das ist wieder so ein Kaki. Der sah mir nur auf einmal ein bisschen zu viel mit Fell aus. Und wo ich dann gesehen habe, Alter, der reißt die Zähne auf, gibt mir einen Schlag mit der Pranke, ich bin tot. Hammer.
Ja, aber okay, da muss ich sagen, war ein Fail von mir, weil ich habe das in Facebook gesehen auf der Seite, dass die, wo die halt so immer die neuen Sachen vorstellen. Da war der Bär auch dabei, das ist aber bestimmt schon 2-3 Monate her. Ja, keine Ahnung, aber ich habe bis jetzt noch nie einen gesehen. Ich aber auch noch nicht. Das ist ja die Sache. Und jetzt so war der auf einmal ganz vorne einfach bei unserem Strand. So, was soll ich machen, das Ding, hast du gesagt. Weil der war genau da unten, wo die, da wo sie vorne die Brücke dahin gebaut haben, da war der. Was brauche ich für den Schmelzofen? Stein, Feuerstein, Leder, Holzfasern. Leder 65. Oh. Mache ich einfach, wir haben so viel. Ja, müssen wir. Ich mache ihn dann gleich, ich habe ihn. Ich habe schon die Sache. Machen. Ah nee, scheiße, ich habe kein Holz, oder? Ja, okay, Holz ist ja kein kleines Thema. Was stand da? Holz 20. Doch. Holz müssen wir Holz muss ich sowieso farmen noch, weil ich brauche ja dann auch, wie heißt, wenn ich das Zeug reinmache, muss ich ja Holz reinmachen, was verbrennt. Oh, bei mir hinten ist ein weißer Strahl. Okay, dann gehe ich einmal noch Fettholz farmen. Ich glaube, den, wo ich vorhin gesehen habe, das war der Bob, der vorhin da lag. Weil den seine Bude ist ein bisschen weiter gebaut. Und so wie es aussah, lag er jetzt nicht mehr hinten rechts dran, sondern hinten links. Der Level 4er. Ja, ja. Ich gleich mal gucken auf dem Rückweg. Vielleicht war der das, dann passt es ja. Weil der wird uns nicht so schnell eine Gefahr. Ich muss dir auch sogar ehrlich sagen, wenn so einer, sojeniger korrekt wäre. Alter! Was geht denn ab? Hast du gehört? Ja, warte mal ganz kurz. Korrekt und TeamSpeak labert, dann könnt ihr sogar gerne kommen. Ja. Kevin? Ja? Guck mal, ich habe gerade den weißen Kristall geöffnet. Guck mal, was da drin war, Alter. Hast du mir ein Foto geschickt? Ich schick dir gerade. Leck mich am Arsch. So viel. Aber können wir bestimmt nicht mehr. Ja, das ist ein Video, was du mir geschickt hast. Nein. Alter, Wasserflaschen, Wasserflaschen. Ja, Wasserflaschen, Blueprint, 2 Wasserflaschen, selber Schlafsack, Feuerstelle, Zündpulver, Feuerstein, Steinfasern, Leder, alles dabei. Alter, ja. Das waren 50 mal Leder fast. Ja, nimm mit. Ja, bring ich das bin gleich zur Base. Langsam am Laufen. Soll ich zu dir kommen, bevor was passiert? Ja, komm mir mal entgegen. Bin nämlich voll überladen. Oder warte mal, ich hau einfach Steine raus. Nee, lass doch. Sonst müssen wir das sammeln. Du weißt doch ganz genau, wie scheiße Steine ist. Wo bist du ungefähr? Genau bei dem Pronto drüben, auf der kleinen Insel gegenüber von uns. Ich sehe da noch kein Pronto. Ja, du weißt aber wo. Gleich an der Spitze oder was? Da, wo der Pronto vorhin auch war. An der Spitze? Ja, fast. Ich laufe jetzt gerade dahin. Ich muss ziemlich weit nach hinten laufen. Der Pronto ist jetzt so ziemlich weit rechts. Also ich sehe jetzt zumindest die Kante vorne, wo ich hochlaufen muss dann. Von dir aus, ich weiß nicht, wenn du jetzt da rechts im Berg runterläufst, dann müsste ich eigentlich auch von dem die Base sehen. Ich bin auf der Insel jetzt. Fortschritte. Warte mal kurz. Ja, ja, ich sehe dich da vorne. Ja, mach doch. Wenn du mich nicht im Bad schürst, das weißt du. Wo bist du jetzt nochmal? Geradeaus. Ne, hier ist ein Echo, heißt der. Der hat sich hier auch zwei, wie heißt's, Dinger gefangen. Eine Schildkröte hat er. Hä, ich weiß nicht wo geradeaus. Du bist gerade eben da lang gelaufen. Hättest nur geradeaus laufen müssen, am Wasser entlang. Vor dir ist da eine Hütte gewesen. Und den Pronto müsste ich ja auch mal sehen. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ja, also, guck mal jetzt nach rechts leicht. Na, der Typ baut sich hier eine Torchhütte, Alter. Der hat sich schon eine Schildkröte gefangen. Alter. Und zwei Dilos. Wie heißt es? Zwei Dodos hat er sich gefangen. Ja, aber die Tiere draußen stehen lassen, der Idiot. Ja, was will er machen? Egal, komm, lass es. Schmeiß hin. Aber nur die Steine oder so. Oh oh. Leder. Mehr darf schon, glaube ich, nicht. Okay, dann passt es. Weil die Schlafsäcke waren schon schwer. Das war das Schlimmste. Ey, Alter.
das Leder, was du jetzt verbraucht hast, das haben wir jetzt schon fast wieder. Ich sag dir, ich gehe wirklich nur noch. Ich glaube, wenn du den ganzen Tag nicht da bist und ich mit dem Raptor nur Strahlen abfarm, dann haben wir schon mehr, als wenn wir einen halben Tag farmen. Ja. Was gibt's denn, Alter? Ich hab mich gerade erschrocken. Ich dachte, ich hab da irgendeinen gelootet oder so. Oh, der Rochen. Naja, hopp mal drauf. 40. Was? Ja. Oh. Drei Speere dabei gehabt und zwei Stück gehen kaputt, nachdem der schon hier war. Hallo, gerade, dass da nicht noch irgendwie so 20 Metall drinne waren oder so, das wäre geil gewesen. Dann hätten wir schon mal unsere Metallspitzhacken gehabt. Ah, mal gucken, vielleicht reicht's ja auch so schon. Jetzt wär's mega fail, Alter, wenn die scheiß Franzosen vor unserer Base warten. Aber weißt du, was cool ist? Wir haben jetzt 4 Schlafsäcke. Jetzt können wir das doch machen, dass wir uns irgendwo mal einen Platz suchen und dann einfach ein bisschen verteilt, so immer 10 Meter auseinander oder sowas, einfach mal die Dinger hinstellen. Ja, weil die kannst du auch auf den Boden packen. Ja, nee, weil ich meine, jetzt sind es wenigstens mal 4 Stück insgesamt. Und dann könnte man sich zwar nur zweimal spawnen. Alter, der Drop, der hat mir jetzt gefallen. Ja, soll ich dann gleich 2 Schlafsäcke verteilen? Wenn du willst. Ja, okay. Wie sieht's denn aus? Brauchst du auch noch eine Wasserflasche? Ja, ich laufe eigentlich immer mit 2 rum. Gib mal eine, ja. Danke dir, warte. Hier so ein Blueprint, ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Da hätte man sich sparen können, wie heißt's? Zu erlernen. Hast du noch Leder übrig? Ich habe alles reingeschmissen. Aber ja. Warte, ich brauche ja noch Leder. Mach hier vorne das Leder rein. Ich habe das hier drinne gehabt. Ja, warte, nee, lass mal das Leder wirklich bitte hier drüben machen. Guck mal, Alter, wir haben ja jetzt lass 106. es doch, Ricky, lass es doch. Ich habe es hier reingepackt, weil ich noch Holz holen musste für den Ofen. Rick? Ja. Ich dachte jetzt schon wieder mein Internet abgekackt wie gestern, ey. Da ist es. Nur deshalb hatte ich das hier. Ja, Metall habe ich jetzt 13 Mal. Soll ich Fenster, Holzwandrahmen bauen? Warte mal kurz. Guck mal durch, was noch wichtige Sachen wären. Ja, okay, doch. Tu du mal wirklich komplett gebäudemäßig. Komplett alle Wände aus Holz und danach komplett aus Stein erlernen. Und ich kümmere mich mehr so um das Elektrozeug und sowas alles. Weil dann haben wir wenigstens mal eine klare Aufteilung. Ja. Weil ich krieg nämlich, wenn ich so Werkzeuge mache, viele EP. Aber wenn du nachher die kompletten, wie heißt, Gebäudedinger machst... Weil ab Stein gibt's gut EP. Und da hätte ich mir nämlich am Anfang auch vieles sparen können, da hätte ich schon einiges weiter skillen können. Da mache ich ab jetzt dann auch die okay, Kleidung wird schwer. Die Kleidung können wir zusammen machen. Ja, ja, Kleidung macht jeder dann. Jeder unten kommt eigentlich so gar nicht mehr groß. Was ist noch Schwert? Die ganzen Sattel halt. Die kannst du auch machen. Wo soll ich den Ofen hinstellen jetzt? Hier neben die Tür? Ja, stell den mal hier daneben, neben das Feuer. Ich pack Holz rein gleich. Jo. Ah, super, wir haben nur 2 Holz. Ja, dann warte kurz. Ich ja, warte. Kurz
Ich auch, weil ich hol dann, tu dann ja, die Schlafsäcke Holz brauchen verteilen. Wir jetzt eh ohne Ende. Ja, ich gehe aber auch raus und tu die Schlafsäcke verteilen. Alter, wie kalt ist hier oben, ist Alter, kein Baum mehr. Wo soll ich die verteilen? Rechts oder links? Ich würde es eher links oben, weil sonst rechts da... Erstens ist das eine recht freie Fläche, wenn man von da aus kommen würde. Was heißt links oben? Von da oben? Aus kommen die halt. Also ja, aus oben. Unserer... Genau hier, wo ich jetzt bin, da in die Richtung irgendwo eher. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach links in den Wald rein. Weil von da aus kann man sich halt auch besser anschleichen, glaube ich. Als wenn man von denen ihrer Base auskommt. Mache ich zwischen so Pflanzen rein, oder? Ja, ja, gucken halt irgendwie schön, wenn da ein paar Bäume sind oder sowas dazwischen stellen oder ja, okay, richtig aber schön, wo viele Bäume, hohe Pflanzen sind. Bäume tun wir ja kaputt machen hier noch. Ich ja, deswegen lauf halt ein paar Meter weiter, da wo du eigentlich der Meinung bist, weil so weit farmen wir auch nicht ab. Lol, es ist hier ein Bronto im Wald. Level Rex ist tot. Den anderen paar Meter daneben. Ja, ja, immer so 5 bis 10 Meter verteilt. Ist ja eh einmalig, aber gerade wenn die mal da sind, dass man sich da einfach mal spawnen kann. Okay, habe ich gemacht. Alter, der Brunnen macht hier alle Bäume kaputt. Ne? Na, der ist auch geil zum, wie heißt zum Farmen. Da rutsch einmal rein und du hast Holz, Bären und alles. Was haben die da jetzt die ganze Zeit geschrieben? Unsere Metallbarren entstehen. Na, jetzt wird es dann eng. Wo stelle ich die Werkbank hin? Okay, die passt noch da drüben hin. Ich hab nochmal geschrieben. Okay. Bist du jetzt gerade in der Base? Nein. Ja. Holzfarm. Da fuck. Habe ich keine Klamotten mehr? Weil du tot warst? Hast du mich angezogen wieder? Doch. Okay. Lol, dann ist mir das gleiche passiert wie dir, oder was? Habe ich meine andere Leiche wieder angezogen, oder was? Lol. Kann aber eigentlich nicht sein, weil ich habe draufgedrückt, alles nehmen und bin weitergelaufen ein paar Meter. Ah, fuck, Alter. War die gute Kleidung, gell? Ja, komplette Lederklamotten. Dann jetzt noch mal runter und die Werkbank mache ich jetzt erstmal kurz.
für die Werkbank. Stein, 30 Holz. Ja, super. Brauche ich schon wieder Holz? Ja, ich komme ja gleich mit viel. Ja, okay, ich habe auch noch in der Feuerstelle. Leder, lol. Na, dafür jeden Scheiß braucht man Leder. Teurer Rohstoff. Der Raptor wird irgendwie immer wichtiger, hä? Ja. Jetzt wird es langsam echt eng wegen der Werkbank. Soll ich die mitten reinstellen? Nee, dann mach die Betten, mach das Beet kaputt. Und mach die Betten kaputt oder irgendwas, dass wir das da vernünftig in die Ecke stellen. Ja, aber wenn wir das Bett machen, wenn die Betten kaputt machen, Alter, dann kostet das wieder 40 wieder 40 Leder. Ja, dann pack die mitten rein, die Werkbank. Mittendrin, dass man außen rumlaufen kann. Naja, ja, halt so ein bisschen vor die Betten packe ich die da mitten rein. Alter, du hast hinten Tür offen gelassen. Na, ne? Lol, hab ich die dann offen gelassen? Weil ich bin eigentlich hinten gar nicht mehr raus. Ich bin gerade immer vorne rein und raus. Okay, so passt das mit der Werkbank. Ja, Mann, geil, Alter. Für die Metallspitzhacke brauche ich nur einmal, wie heißt's, Metallbarren, aber auch 10 Leder, Alter. Ja, wir haben doch für Leder. Für die Pike brauche ich 10 Metallbarren und 20 Leder. Okay, also Leder ist jetzt echt langsam unlustig. Also egal, was ist, Alter, morgen wird der Raptor gefangen, geht nicht anders. Ja, heute schaffst du nicht mehr. Oder? Ja, wenn man jetzt einen finden würde, ja, aber dann müsste man gucken, dass du ohne Ende Fleisch farmst, weil von Narkotiks würde es reichen. Wie viel Uhr haben wir? 22:30. Deswegen circa eine Stunde kann ich rechnen. Nee, dann lass, dann mach erstmal hier Metallbahn weiter oder sowas. Naja. Und dass wir, vielleicht, dass ich genug Holz sammel, dass man die Foundations vorne weitermachen kann, alles. Dass wir das haben für morgen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe noch einen Metallbarren. Da stelle ich gleich mal so eine Metallpickaxt. Alter, wart's ab, Alter. 2 Tage. Wenn es mit dem Raptor klappt, Alter, und wir dann wirklich Leder farmen können und mal mehr Leder kriegen, dann würde ich sehen. Dann kommt Metallpike und alles, dann ficken wir die richtig auseinander. Du sollst nicht so eine Wörter benutzen. Okay, das ist ja Alltagssprache jetzt schon, sorry. Ich gehe aber erstmal jetzt eine rauchen, Digga. Jojo, bis gleich. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Dann kann ich rausschneiden, passend. Ja, halber. Also ungefähr 1,5 Stunden spiele ich wieder. Okay, bis gleich. Bis gleich.